nur die Zusätze mit Tag werden. Ja. Okay. Darf ich auch etwas sagen? Ja? Ja? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Warum? Lass dich kurz. Ich möchte erst einmal sagen, ein herzliches Dankeschön, dass der magische Zirkel uns eingeladen hat und die ich die Einladung gekriegt habe. Denke ich, ja, das magst du natürlich nicht, denn wir sind in München und wo so viele Sachen passiert sind. Denn ich bin ein Rosenheim, als Sie wissen. Und ich bin, ich gehe jetzt so 60 Jahre zurück, da war ich vielleicht 12 Jahre. Und da habe ich in Rosenheim von jemandem erfahren, dass es in München ein Zaubergeschäft gibt. Und das heißt der Zauberkönig. Und gleich am Sendlinger Torplatz war das. Und ich war damals 12 Jahre alt, habe mir das natürlich nicht dreimal überlegt, sondern sofort ein Fahrrad genommen und bin mit dem Fahrrad von Rosenheim nach München gefahren zu dem Zaubergeschäft. Ich habe zwar kein Geld in der Tasche gehabt, weil ich wollte irgendwie sehen, tatsächlich, diese Magie passiert. Genau. Und ich kam dann rein in das Geschäft und das war die Frau Bartel. Und die sagte, ja, was willst du denn? Ja, sag ich, könnten Sie mir mal das zeigen hier, das und so. Ja, sagst du, das ist nur, wie viel Geld hast du denn eigentlich? Sagen wir, Geld, wo du kannst. Also sagt, na, das ist nur für Berufszauberkünstler. Und das war so meine erste Begegnung, mein erstes Mal in München. Das war wahnsinnig aufregend, die Frauentürme zu sehen und die Straßen waren das erste Mal. Ne? Und so, die Magie war immer mein Leben und zwar mein erster Zaubertrick, wie ich meinen Vater vorgeführt habe. Wir haben mal praktisch kein Gespräch miteinander gehabt. So. Und ich war eben, wir existierten irgendwie so da, mal eben da und dann habe ich, um etwas Attention zu machen, habe ich meinem Vater mal einen Zaubertrick gezeigt. Und dann schaut er mich an und sagt, ja, wie hast du das gemacht? Wie hast du das denn gemacht? Das waren die fünf Worte, die haben mein ganzes Leben geprägt. Denn die Magie ist mein Leben geworden und mein Leben bekam magisch, wie man so schön sagt. Und ich habe auch meinen ersten Zauberer hier in München gesehen, den Kalanak im Deutschen Theater. Und dann noch meine letzte wirkliche Begegnung, wo ich Abschied genommen habe von meiner Mutter. Ich glaube, meine Schwester ist auch hier. Meine Schwester Margot. Und und ein größer Neffe, der Diablo, der ist auch von Bremerhaven gekommen und die Hamburger und naja, und die, meine Rosenheimer, die sind natürlich auch hier heute Abend. Und, aber ich kann mir noch eine Sache entsinnen, ja? Und zwar mein letzter Abschied. Ich bin dann mit dem Zug zurück nach Bremerhaven gefahren auf Schiff und meine Mutter wollte ins Kloster, weil meine Schwester gerade vor der Einkleidung war. Wir hatten uns so unterhalten und so. Sagt sie, weißt du, Siegfried, mach mal ein bisschen Sorgen um dich. Ja? Da sag ich, brauchst du keine Sorgen machen, geh jetzt auf Schiff, geht's gut und so und so. Ja, sagt sie, aber ich weiß schon, was du da vor hast, neben so Zauberkünstler, weißt du. Künstler, das ist doch ein bisschen ein armseliger Beruf. Ne? Auf Bayerisch ein Hungerleiderberuf. Ne? Dann immer auf das Loch. Naja, auf jeden Fall habe ich dann das erste Mal in meinem Leben, kann ich sagen, eigentlich meine Mutter umarmt und habe gesagt: Mutter, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich weiß, die Zeit wird kommen, wo du einmal sehr stolz auf mich sein kannst. Und ich weiß, der hat jetzt nun den besten Platz hier in dem Theater. Und der ist stolz auf mich.
wir haben soweit alles gesagt. Es sind eine ganze Lebensgeschichte geworden. Dass meine Schwester, die hat sich nun, die sollte eigentlich pensioniert sein, genau, aber die hat sich im Kopf gesetzt, hier in München zu bleiben und wo ihre Wurzeln sind, denn wir haben ein Waisenhaus in Rumänien gebaut, aber sie kam zurück nach München und ist jetzt, passt jetzt nun auf die Obdachlosen hier in München auf und das ist meine Schwester. Sollen wir noch uns noch etwas. Ja, ich möchte gerne einen Tisch haben. Der Tisch wird so den Tisch schwingen lassen, wenn es geht. Oder für Alfred, Tischlein deck dich. Tischlein deck dich? Ja. Ein Tisch? So. Ich bin ja aus dem Showgeschäft. Wir sind also, wir sind nur noch hier, um da zu sein. Aufdecken. Ich wusste davon nichts, das hat der Roy selbst sich ausgedacht. Und zwar, man hat über Siegfried und Roy ein Buch geschrieben. Okay, thank you. Voilà, voilà. Das Magic Word. Samoti. Samoti ist das Magic Word, das haben wir verändert. Das sind die Anfangsbuchstaben von Siegfried und Roy. Und das wolltest du eigentlich den magischen Zettel überreichen. Und zwar ist es ein Buch. Wenn du das heißt, ich, es gibt ja nur sieben Leute, die gehören zusammen, das ist ein Team. Du genau, das hast du dafür bezahlt. Weil das ist ein Buch, das über uns geschrieben worden ist. Ich wusste das eigentlich nicht. Und aber wir sind alle die Großen, die einen Namen haben und auch die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Unser Boss, der Präsident von der Mirage, unser Set-Designer John Napier, jeder hat so seine Geschichte von sich gegeben, wie das nun war. Und wie schwierig wir sind. Du warst. Es war ja leicht. Leicht die Kost. Es war leicht die Kost. Silber gehört zum Handwerk. Okay, das ist der magische Zirkel, das wollten wir nur überreichen. Ich glaube, da haben die nur 160 Auflagen gemacht und die haben sie angeboten für Liebhaber, das ist, was haben die bezahlt? Sammler. Für den Sammler 650 Dollar. Das ist nicht für mich, für uns gewesen, das kam nur für die Weißen Tiger und so. So kam das zugute. Ja, Samoti für die Stiftung. Für die Stiftung, okay. Und das ist eine, ich weiß nicht mehr, was für eine Zahl das ist, aber das ist nun für einen Zirkel. Ganz vorne, wie wir nun mal sind, wir haben das beigestellt, das können wir nicht sagen, nur vorbeimarschen. Auf jeden Fall ist da ein paar Handschuhe bei, damit die Blätter nicht beschmutzt werden.
dann ist es natürlich früh. So, das geht doch. Dankeschön. Dankeschön, du recht, das Münchner Publikum ist fantastisch. Das ist ein Münchner Publikum, das war sehr fantastisch, das habe ich schon gesehen. Müssen wir doch nochmal wieder herkommen. So schnell sind wir doch schon nicht. Ja, lieber Siegfried und Roy, wir bedanken uns ganz herzlich im Namen des Magischen Zirkels für dieses Schmuckstück. Wir werden ein paar alte Zauberbücher rausschmeißen und diesem Buch dafür einen Ehrenplatz in unserer Bibliothek anstammen lassen. Herzlichen Dank dafür. Ja, ist die Bibel der Zauberkunst. Das sehen wir auch so. Bleiben Sie und. Demgegenüber erscheint unser kleines Geschenk, sehr klein. Es sind zwei Ringe, aber sie werden den beiden Superstars der Zauberkunst überreicht. Und Sie haben selbst gemerkt, es sind Superstars, die Menschen geblieben sind. Wir bedanken uns. Gastfreundschaft, die speziell Zauberkünstler bei euch gehabt haben. Und wir wünschen alles Gute. Vielen Dank, dass ihr für die Zauberkunst gemacht habt. Also das heißt, dass wir nicht Roy geheiratet haben, sondern dass wir mit der Magie... Das haben wir jetzt nicht verstanden. Ich muss ja sagen, der Präsident des Magie-Zirkels, aber das ist das ja... Das ist uns mit der Magie verheiratet, das ist gut, das ist auch was Neues. Herr vom Magischen Zirkel, also bedanke mich recht herzlichen Dank für alles. Vielen Dank, Magischer Zirkel. Vielen Dank, München. Okay.